Gnädige Frau, herzlichen Dank für die Einladung. Der Metro, herzlichen Dank für die Einladung. Und den Bundesverband, da ist das nochmal Ernährung, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich bin ja aus Ostwestfalen-Lippe, stamme aus dem Kreis Gütersloh, der Wurstküche Deutschlands, und wohne in Bielefeld bei Oetkers, sodass ich mit der Branche, glaube ich, sehr tief verbunden bin. Das Resultat sieht man ja auch. Wenn wir mit der Schwierigkeit haben, einer Zeit teilweise kommunistischen Regierung, deren Land weniger als 2% der Wirtschaftskraft der Europäischen Union ist, gibt es ja Titel in großen Magazinen, die vom Ende Europas reden. Das ist ja en vogue. Jede Auseinandersetzung in Europa bedroht Europa an sich. Und lange Diskussionen in der Europäischen Union zeigen immer eine Krise. Wie lange sie für ein Steuergesetz oder irgend sowas in Berlin brauchen, bis sie das zwischen den Parteien, in der Koalition, im Bundestag hingekriegt haben, im Bundesrat ist, da sind wir in der Gesetzgebung schneller als in Berlin. Vergleichen Sie das mal. Aber es wird nicht immer gleich Deutschland aufgelöst, wenn ein Gesetz in Berlin scheitert. Hier ist es bei jeder Frage eine Auflösung Europas. Auch hier sollte man mal zu einer faireren Beurteilung kommen. Und wir haben in dieser Woche drei sensationelle Ergebnisse des multilateralen Prozesses im Bereich der Außenbeziehung, von denen wahrscheinlich außer der Iran-Frage keiner Kenntnis genommen hat. Es ist die Einigung im Iran, ein Triumph des Multilateralismus, geführt von der Europäischen Union und der Außenministerin der Europäischen Union. 7 Außenminister mit der Verhandlungsleitung der Europäischen Union. Im technischen Bereich wie in der Endphase im politischen Bereich. Eine Frage, die 10, 15 Jahre verhandelt wurde und offensichtlich zu einem positiven Abschluss gekommen ist, mit der Rettung des Nichtverbreitungspaktes für Atomwaffen. Wenn das jemand vor 3, 4 Jahren vorausgesagt hätte, wäre das unmöglich gewesen. Ein Triumph mit dramatischen Wirkungen nicht nur für die Region. Nicht möglich gewesen ohne die Europäische Union, die 4 der 7 am Tisch sitzenden Leute gestellt hat, mit 3 Außenministern und der Hohen Beauftragten. Zweites Ergebnis. Der bisherige Mitarbeiter der Europäischen Union, Bernardino León, hat heute als Beauftragter der Vereinten Nationen mit unserer Hilfe eine Lösung im Libyen-Konflikt gefunden, dass die Parteien zueinander gefunden haben. Was nicht nur für Libyen wichtig ist, sondern den ersten Ansatzpunkt findet, die Lücke zu schließen im Bereich der Migration. Dritter Punkt. Vorhin bei mir im Ausschuss haben 3 Kollegen berichtet, die mit Johannes Hahn bis heute Nacht um 1.30 Uhr verhandelt haben und eine Lösung zwischen Opposition und Regierung für das kommende Jahr für einen Wahlprozess gehabt haben, dass es in Mazedonien nicht Mord und Totschlag gibt, sondern möglicherweise im April eine anständige Wahl mit der Entscheidung der Bevölkerung. 3 Europaabgeordnete im Auftrag meines Ausschusses zusammen mit Johannes Hahn, der Delegation geleitet hat. Und ich finde, das sind sensationelle Ergebnisse. Sensationelle Ergebnisse von 2 Tagen. Und zeigt, dass diese Europäische Union lebt. Nun zu den Fragestellungen, die insgesamt damit zu tun haben. Die Idee europäischer Politik liegt darin, dass man eine Regel und Friedensordnung macht, um Krieg unmöglich zu machen. Mit der Gründung der Montanunion, exakt auf den Tag 5 Jahre nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges, das heißt, ist der Schumann-Vorschlag gemacht worden, der 9. Mai 1950, übrigens auch die jüngere Generation mal gesagt, eine unglaubliche Sache. 5 Jahre nach den deutschen Verbrechen schlägt ein französischer Außenminister dem deutschen Bundeskanzler vor, eine Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu machen, in dem der Kriegsverlierer gleichberechtigt ist und das Recht bekommt, die französische Stahl- und Kohleindustrie zu kontrollieren. Sensationell. Und daraus ist, aus dieser Kontrolle der Gegenseitigen, ist Vertrauen gewachsen und ist heute die größte Wirtschaftsmacht der Welt entstanden. Der europäische Binnenmarkt produziert
ein Bruttosozialprodukt, das nicht pro Kopf, aber insgesamt höher ist als das der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Europäische Union steht für 25% des Welthandels. Wir sind die größten Händler, nicht die Chinesen. Die Handelspolitik ist ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union. Der zweitstärkste Händler ist China, China mit weniger als die Hälfte. Und die Amerikaner sind unter 10%. Die Europäische Union stellt dreimal so viel Geld für zivile, präventive Auslandshilfe zur Verfügung als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten finanzieren 60% der Entwicklungshilfe dieser Welt. Das sind doch einfach mal Fakten, die man zur Kenntnis nehmen sollte. Dass wir im Bereich der eigentlichen Sicherheits- und Verteidigungspolitik besser werden müssen. Das steht für sich, und hier wächst auch die Erkenntnis durch den Ukraine-Konflikt, dass Software nichts ohne Hardware ist. Und ich glaube, da bewegt sich auch einiges, wenn auch nicht schnell genug und gut genug. Wir müssen sehen, dass diese ökonomische Entwicklung der Europäischen Union auch außenwirkliche Wirkung hat und sie stärker entwickeln muss, als wir es bisher getan haben. Wir sind bisher nicht ausreichend gut in der Umsetzung unserer ökonomischen Stärke in politische Stärke. Das hat aber auch damit zusammen, hängt damit zusammen, dass in allen Bereichen man erkannt hat, dass nationale Politik nicht mehr die Interessen wahrnehmen lässt. Das weiß man im Kampf des Terrorismus, beim Klimawandel, in der Handelspolitik und vielen anderen Dingen mehr. Das kann, die großen Krisen dieser Welt kann kein Nationalstaat mehr für sich bewältigen, auch nicht Deutschland. Aber im Bereich der Außenpolitik meinen manche Verteidigungs- und Außenministerien noch, sie seien die Gralshüter der Souveränität, mit dem Ergebnis, dass die Europäische Union, die Mitgliedstaaten 192 Milliarden Euro für Rüstung ausgeben. Das ist knapp die Hälfte von dem, was die Amerikaner ausgeben, aber nur mit 10-15% des Ergebnisses, weil jener seine eigene Munition macht. Das ist ein bisschen übertrieben, aber so ist es. Wir verschwenden Geld, weil wir hier nicht die Synergieeffekte schaffen. Wir haben Armeen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wo die Overheadkosten 80% sind. Bald ist kein Geld mehr für die Soldaten da, sondern nur noch für die Ministerialbeamten. Auch in Deutschland sind inzwischen die Overheadkosten der Bundeswehr 48%. Wenn bei einer Armee von 175.000 Leute 10.000 Leute im Einsatz sind, sprechen wir von Overstretching. Und das muss doch geändert werden, indem wir Synergieeffekte schaffen, Pooling und Sharing, Procurement und so weiter zusammenfassen. Nicht jeder seinen Hubschrauber, sondern einen, und zwar in zentraler Planung. Das sind doch diese Lustdinge, die wir da machen. A400M, wir warten seit 10 Jahren auf ein Flugzeug, Transportflugzeug, das nicht kommt, weil 8 Staaten nicht gemeinsam geplant haben, sondern jeder für sich. Das ist kein Witz. Nachher war das Flugzeug so schwer, weil es 8-mal geplant war, dass man neue Motoren entwickeln müsste, weil die Maschine nicht mehr fliegen konnte, weil die Motoren zu schwach waren. Das war der Grund für den Abstieg in Sevilla. Ist etwas fürs Tollhaus. Verschwendung von Steuerzahlergeld, was wir alle miteinander treiben, aber als Träger der nationalen Souveränität ist das so. Und da gibt es also noch sehr viel Spielraum, dass wir aus dem Global Payer auch ein Global Player werden. Aber wie gesagt, wir sind es in manchen Bereichen, wie ich zum Ausdruck gebracht habe. Aber wenn wir diese Europäische Union als Rechtsgemeinschaft haben, die Krieg unmöglich macht zwischen den Mitgliedsländern, was uns gelungen ist, haben wir auch eine Europa insgesamt aufgebaut, fußend auf der Helsinkier Akkord von 1975 und den Vereinbarungen nach 1990, dass dieses Europa beruht auf der Grundlage der territorialen Integrität der Staaten und der Souveränität der Staaten. Und das ist der eigentliche Konflikt mit Russland. Und es geht hier nicht um Geschäftsinteressen, es geht hier nicht darum, naja, so ein bisschen muss man doch ertragen, es geht ums Prinzip.
Wir haben vereinbart und dafür Regeln gefunden, weil OSZE und Europarat und anderem, dass kein Konflikt mehr zu einem kriegerischen Konflikt werden darf. Und dass es keine Begründung für irgendetwas gibt, Auseinandersetzungen zu führen unter Bruch des Völkerrechts. Die Begründung, dass man historische Ansprüche habe oder dass angeblich, was nicht der Fall ist, bewiesen nicht der Fall ist, Minderheiten diskriminiert würden oder das eigene Sicherheitsinteresse nicht gewährleistet wäre. Wenn wir diese drei Begründungen putinscher Politik anerkennen würden, könnte ich Ihnen auf der Stelle 100 Punkte in Europa nennen, wo man wieder Krieg beginnen könnte. Das ist die Kabinettspolitik früherer Jahrhunderte. Damit will dieses Europa Schluss machen. Und deswegen können wir es nicht an einer Seite erkennen, wenn ein Volk entscheidet, Verträge abzuschließen. Und zwar mit 70-80% Mehrheit. Denn so sind die Wahlen seit 20 Jahren dort ausgegangen, diesen europäischen Prozess zu machen. Dann kann es nicht sein, dass ein großer Nachbar Anspruch erhebt und sagt, die dürfen keinen Handelsvertrag machen mit einem anderen Nachbarn, sondern die müssen uns erst fragen, welchen Handelsvertrag sie schließen. Wenn wir dieses anerkennen, ist das ein Ende einer friedlichen Veranstaltung und wir kommen wieder zu der Situation, dass große Nachbarn kleinere Länder dominieren können. Und wenn wir das in Europa machen, werden die kleineren Länder rebellieren. Das ist dann auch Ende der Veranstaltung. Daraus kommen die größeren Länder darum wieder und sagen, dann kassieren wir sie ganz ein. Das heißt, wir wollen diese neue Politik betreiben. Und das ist eine Frage, die natürlich dann die Wirtschaft interessiert. Wenn wir im Falle von der Ukraine davon ausgehen, dass es nicht NATO-Land ist und deswegen wir nicht bereit sind, wegen der Ukraine den Krieg zu ziehen, gibt es nur eine Möglichkeit, auf dem Aggressor mitzuteilen, dass Aggression teuer ist, indem man Sanktionen verhängt. Deswegen stimme ich völlig überein mit der Äußerung des BDI-Präsidenten Grillo, der mal gesagt hat, wir sind gegen Sanktionen, aber Völkerrecht ist wichtiger als Wirtschaftsinteresse. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Und wenn man das im Grundsatz aufgibt, weil da ein bestimmtes Wirtschaftsinteresse dagegen steht, geben unsere Grundsätze auf und damit auch unsere Fähigkeit, auf Dauer Frieden zu sichern. Im Wahlkreis in der Diskussion mit den Landwirten, die bei der Milchproduktion Probleme haben, weil die Russen keine ostwestfälische Milch mehr einführen. Da wollen sie Kompensation haben, die bekommen sie sogar. Damit sind sie aber nicht zufrieden. Aber der ostwestfälische Maschinenbau bekommt keine Kompensation. Und das sind dann die praktischen Auseinandersetzungen, die man hat. Aber wir haben kein anderes Instrument. Es gibt drei Möglichkeiten. Der Aggressor geht durch und keiner hindert ihn und er kann weiter vorangehen. Oder man führt Krieg gegen den Aggressor. Oder man teilt ihn mit anderen Instrumenten mit, dass Aggression teuer ist. Und dann ist, glaube ich, dieser letzte Weg immer noch derjenige, der Wirkung hat und er hat ja Wirkung und der gleichzeitig nicht zu Krieg führt. Und in diesem Zusammenhang muss man sehen, und hier ist es wieder auch ein Triumph. Wenn mir jemand vor 15 Monaten gesagt hätte, dass 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich auf Sanktionen einigen würden, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Hätte ich das nicht möglich gehalten und das bei allem, wo geschrieben wird und die Griechen und die Ungarn und die, dass das vor ein paar Wochen nochmal wieder verlängert worden ist, um festzustellen, ob der Minsk-Prozess da gelingt. Und wenn ich sehe, dass der Minsk-Prozess da ist, eine Chance, und das hat ja zu Containment geführt, und es ist ja nicht gebietsmäßig, ist das ja nicht weitergelaufen, wenn auch noch teilweise geschlossen wird. Die Grenzen dieser Auseinandersetzung sind ja seit Minsk nicht verändert worden. Ich hatte gestern den Generalsekretär der OSZE, die ja die Kontrollen durchführen in meinem Büro, der es ausdrücklich gesagt hat. Dann hat das in einer gewissen Weise als Sinne von Containment, nicht als Lösung, aber als Containment funktioniert. Und eine relative Ruhe da. Und wir sind jetzt hoffentlich in der Lage, auch nachdem Verfassungsänderungen beschlossen werden in der Ukraine und in anderen Bereichen vielleicht doch in einen politischen Dialog hineinzukommen, die dazu führt, dass wir in der Lage sind, dann vielleicht bis Ende des Jahres auch ein Stückchen Implementierung zu haben. Das liegt allein an der russischen Seite, die sich aus dem Hybridkrieg lösen müssen mit Truppen und Soldaten. Wir haben inzwischen die Bilder der russischen Panzertransporte in die Ostukraine. Das ist also bewiesen, ich habe gestern die Bilder gesehen, und dass wir dann sagen können, wenn das dann beendet ist, dann kann man auch Sanktionen wieder abbauen. Aber man darf doch nicht sagen, dass
unser Exportverlust als Deutsche beispielsweise nach Russland allein von den Sanktionen abhinge. Das hängt mit der katastrophalen russischen Wirtschaftssituation zu tun. Wir sind bereit, mit Russland Verträge zu führen, von Wladiwostok bis Lissabon, wenn die Ukraine diese Länder frei entscheiden können, auf welche Seite sie verhandeln, über eine Verhandlungszone. Wir sind bereit, die Verhandlungen über einen Partnerschaftsvertrag wieder aufzunehmen und zur Modernisierung der russischen Wirtschaft, damit sie vorankommt. Die russische Wirtschaft ist doch noch in einer Struktur wie von 1980. Im Gegensatz zur chinesischen Wirtschaft hat sich da ja nichts getan. Sie sind allein von Rohstoffexporten abhängig, wie in den 80er Jahren, als sie den Kalten Krieg verloren, als die Ölpreise heruntergingen. Und da sind wir bereit, ihnen herauszuhelfen. Denn es ist für uns doch besser, wirtschaftlich und politisch, wenn es eine gute Beziehung zwischen der Europäischen Union und Russland gibt. Doch ohne Zweifel, aber auf der Grundlage des Völkerrechts und der Freiheit aller Nationen. Und übrigens bin ich da relativ gelassen, was die Alternative Russland-China angeht. Denn China lässt sich jetzt Ölleitungen und Gasleitungen bauen, die die Russen erstmal ein Stück vorfinanzieren müssen. Und zu Gaspreisen, die die Russen verkauft haben, unter Gestehungskosten. Good luck, Mr. Putin, mit diesem Geschäft. Und wenn Sie das strategisch anschauen, in die demografische Entwicklung ist Russland dramatisch. Die Lebenserwartung der Männer ist inzwischen unter 60 Jahre. In Sibirien gibt es noch 8 Millionen ethnische Russen. Wenn ich die Menschenmassen im Süden Sibiriens sehe, die da hineindrücken, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, ist es, wenn man mit Russen gemeinsam um 4 Augen spricht, auch klar, dass deren Interesse, mit Europa zusammenzuarbeiten, sehr viel höher ist als der andere Weg, bei allen Drohkulissen, die da aufgebaut werden. Deswegen müssen wir klar sein bei der Einhaltung des Völkerrechts, aber offen sein für alle Gesprächskanäle, um da vielleicht doch eine Veränderung der Vernunft zu erreichen. Meine Damen und Herren, und dieses kriegen wir nur hin, wenn wir dieses auch gemeinschaftlich machen. Wenn im Bereich der Energiepolitik jedermann getrennt dahinläuft, werden sie mit uns spielen. Wenn wir eine gemeinsame Energiepolitik haben, können sie es nicht. Wir haben inzwischen, und das ist Außenpolitik, durch die Europäische Union ein System der Interconnectivity zwischen den Pipelines, dass wenn Russland einem Land das Gas abstellt, liefern die anderen Länder diesem Land zu. Wir haben die Möglichkeit, die Pumpen umzustellen, dass es zurückläuft. Inzwischen können wir von uns aus die Ukraine zu 50% mit Gas versorgen. Das heißt, die Dinge haben sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen verändert, mit einer hohen strategischen Bedeutung, was uns auch Sicherheit bringt. Denn wir stellen hier der Anbietermacht Russland die Macht des Verbrauchers entgegen. Das heißt, wenn er uns alle abstellen muss, ist er pleite. Das ist wie bei der Metro. Die können einen Laden dicht machen. Wenn sie da alle dicht machen müssen, gibt es sie dann nicht mehr. Und ich glaube, das wird auch die Dinge ein Stückchen verändern, wenn wir auf diesem Weg vorgehen. Aber wir haben ein Problem, das ich vielleicht gleich in ein paar Sätzen auch im Zusammenhang mit China noch darstellen möchte. Diese Systeme wie Russland und China haben eine Außenpolitik, die ein geschlossenes Konzept ist. Da sind Außenpolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Pläne mit Seidenstraße und Kauf von Häfen und Flughäfen, Einsatz von Unternehmen, alles in einem strategischen Konzept eingebunden. Wenn ich sehe, nachdem Nabucco gescheitert ist, unter welchem Druck auch immer, und South Stream aus Kostengründen gescheitert ist, hat sich 2 deutsche Unternehmen gefunden, die eine Verdopplung von Nord Stream machen, im Widerspruch zum europäischen Ziel der Diversifikation der Versorgung. Das können wir in einem freien Wirtschaftssystem nur schwerlich verändern. Aber müssen wir uns hier noch etwas überlegen. Präsident Obama hat vor 2 Jahren den Verkauf von Windkraftparks an Chinesen verboten, aus Gründen der Sicherheitspolitik. Ich finde, dass wir solche Zusammenhänge erkennen müssen, wenn wir unsere Interessen wahrnehmen wollen und nicht zum Spielball werden. Das mag aus
betriebswirtschaftlichen Gründen kann ein guter Satz sein, den ich gerade gesagt habe. Aber in der Generalrechnung und auf Dauer ist es der richtige Satz. Und das sind Auseinandersetzungen, die wir bei uns noch zu führen haben. Die natürlich sagen, wir sagen, der Markt mit freien Unternehmen ist das Beste, um wirtschaftlichen Fortschritt zu haben. Das stimmt auch so. Und deswegen bin ich sicher, dass wir mit unserem System gegen dem russischen und auf Dauer gegen dem chinesischen System gewinnen werden. Wenn wir das richtig machen, unsere Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, den digitalen Binnenmarkt herstellen und all das, wo wir noch nicht weit genug sind. Aber kurzfristig hat derjenige, der aus einer Hand alles zentral führt, die Vorhand, wie es immer in der Geschichte gewesen ist. Und wie man in einem pluralistischen System, in einem freien System, da die Interessen zusammenbindet, das geht erstmal nur in der Kenntnis, wenn es wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann mit großen Anstrengungen daraus hervorzugehen, herauszukommen. Ich glaube, dass dies auch Systemfragen sind. Wir dürfen nicht zu der Konsequenz kommen, dass wir die Stärken unseres Systems, des freien Wirtschaftssystems zerstören, aber dennoch müssen wir die andere Seite sehen und darauf die entsprechenden Instrumente einsetzen, die sicherlich auch mit Wettbewerbspolitik und Kartellrecht und Ähnlichem zu tun haben, die überhaupt verstärkter eingesetzt werden kann, um da Interessen bei bestimmten anderen wegzunehmen. Meine Damen und Herren, ich schließe dann gleich gerade die China-Geschichte an. Ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Die Chinesen haben eine selbsttragende Wirtschaft entwickelt von ungeheurer Dynamik. Daraus haben sie so viele Einnahmen gemacht, dass sie gegenwärtig eine Entwicklung der Armeen machen. Jedes Jahr steigen sie um 10-15% die Militärausgaben, weil sie sich das jetzt leisten können. Und bauen vor allen Dingen eine Navy auf. Und wenn sie im südchinesischen Meer 25% der Kampfkraft der amerikanischen Flotten haben, können sie sie neutralisieren. Was dieses wiederum für die Beweglichkeit von China, Philippinen, Indonesien, große Ängste der Kommunisten in Vietnam deswegen, die zu Hilfe zu uns kommen, dass wir ihnen helfen, entsteht, verändert wahrscheinlich mehr, wenn wir darauf keine Antwort finden und in Allianzen hineingehen mit diesen Ländern, die Machtverhältnisse in der Welt als der Zuwachsraten an Wirtschaft in der chinesischen Wirtschaft. Wenn Sie sehen, wie die Rohstoffpolitik machen in Afrika, ich will das nur in Überschriften hier benennen, dann sehen Sie Probleme. Und in keiner Weise bereit sind, an den strukturellen Problemen Afrikas mitzuarbeiten. Wenn Sie sehen, unter welchen Bedingungen Sie schnell nach den Erdstößen in Nepal waren, dann ist dahinter Strategie. Wir schicken gut das Rote Kreuz los und Brot für die Welt. Und da marschiert ein ganzes Land, weil man was will. Die Seidenstraßendiskussion gehört genauso dahin. Aber wird das ihnen auf Dauer was nutzen, wenn wir uns dagegen wehren? Denn wer mit staatlichen Mitteln die Börse stabilisieren muss, der hat auch seine Schwächen. Denn das ist ja in den letzten Tagen passiert. Ich glaube, die Notwendigkeit der Chinesen, die Börse mit staatlichen Mitteln zu schützen, ist ein gewaltigeres Schwäche zeigen als unsere transparenten und offenen Auseinandersetzungen mit Griechenland, das weniger als 2% der Wirtschaftskraft der Europäischen Union ausmacht. Das ist so. Denn die Europäische Union hat mit ihrer Solidarität, und China hat einen Satz noch auch. Und China wird, wenn sie unter 7% des Wirtschaftswachstums fallen, dramatische soziale Konsequenzen haben. Wenn Sie den Zulauf zu den Städten sehen, wo in den minder gut bezahlten Jobs nichts an Sozialversicherung da ist, wo Sie 400 Millionen Menschen im Lande haben, die keine Kranken- und Rentenversicherung haben. Und wenn Sie die Jobs in den Städten verlieren, ins Nichts stürzen. Das heißt, wenn die mal nur 3% Wirtschaftswachstum haben, dann wird es in einem kommunistischen Land soziale Revolution geben. Und das ist die größte Angst der chinesischen Führung. Bei der Erweiterung der Europäischen Union, die wir diskutieren mit den Westbalkanstaaten, die auch eine Konsequenz ziehen muss. Wenn jemand Kandidatenland der Europäischen Union ist, diesen Status bekommen hat oder unmittelbar davor ist wie die Westbalkanstaaten, kann man doch schwerlich sagen, dass man das Land verlassen muss, weil man Angst um Leib und Leben hat. Das ist die Bedingung für Asyl.
Aber in Deutschland sind mehr als 50% der Asylbewerber vom Westbalkan. Mehr als 50%. In Ungarn sitzen zurzeit 50.000 vom Balkan. Österreich 70.000. Wir haben in diesem Jahr schon 250.000 ausgegeben und die Italiener brechen zusammen bei 44.000. Und wenn es uns gelingen würde, hier diese Unterscheidung zwischen den verschiedenen drei Gruppen zu machen, und die vom Westbalkan, die kann man nach Hause schicken, die müssen nicht um Leib und Leben fürchten. Die gucken nach besseren Lebensbedingungen. Ist ja legitim, aber ist kein Asylgrund. Dann haben wir, glaube ich, gewaltigen Druck weggenommen, der den Populisten zurzeit hilft. Dieses Europa wird zerrieben durch Populismus in unseren Mitgliedstaaten, das manches europäische Thema mit aufgreift, auch den Euro. Also Sie haben es ja jetzt bei einem Niedergang der AfD festgestellt, der Euro spielt ja fast keine Rolle mehr, es geht nur noch um Ausländer. Und das ist Le Pen, das ist UKIP und alles. Und wenn wir hier deutlich machen können, dass wir die aufnehmen, deren Leben wir retten müssen aus humanitären und christlichen Gründen, und diejenigen, die keinen Anspruch haben, die Missbrauch bedeuten, und das den Bürgern glaubhaft sagen können, verlieren Populisten ihre Begründung. Das haben wir Deutschen vor 5-6 Jahren noch verhindert. Da hat die Kommission schon mal einen Vorschlag gemacht, hier einen rechtlichen Unterschied zu machen, gemeinschaftlich, um die dann zurückschicken zu können. Dann haben die in Berlin und woanders gesagt, naja, nationale Souveränität, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist so ähnlich wie bei Eurostat. Da haben sich ja beschwert, noch bis 2010, dass wir die griechischen Zahlen nicht kannten. Aber warum? Weil bis 2010 Eurostat die Zahlen nicht selbst entwickeln konnten. Weil es nationale Souveränität war, dass jedes Statistikbüro national das darlegen muss, nach der alten Churchill'schen Grundsatz. Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Und ich meine, dass diese Regelungen am Anfang sind. Wir müssen Sicherheit im Mittelmeer leisten. Wir müssen Menschenleben retten. Aber was wir jetzt in Libyen zustande bekommen haben, heißt auch, dass wir an den Grenzen festhalten können, dass wir engere Kooperationen machen können, um hier bestimmte Lücken zu schließen. Aber wir müssen nach Afrika reingehen. Wenn Sie in Eritrea leben, in einer Diktatur, die schlimmer ist als die nordkoreanische, und als 20-Jährige auf dem Marktplatz sitzen und nichts zu fressen und keine Zukunft haben, dann wüsste ich, was ich anstelle dieses jungen Mannes machen würde, wenn ich 20 Jahre alt wäre. Nämlich nach Europa zu gehen, wo es das Paradies ist. Europa, ich sagte, stellt 25% des Welthandels, 30% des Bruttoinlandsprodukts dieser Erde und 50% aller staatlichen Sozialleistungen werden an die 7,3% Weltbevölkerung ausgezahlt, den Bürgern der Europäischen Union. Wenn ich in dem Dorf säße, wüsste ich, wo ich hin will. Und Sie werden das alles nicht lösen. Sie werden keine Völkerwanderung verhindern, wenn Sie das nicht in den Griff kriegen. Sie werden keine Völkerwanderung verhindern, wenn Sie nicht Klimawandel verändern. Das größte Reich, das bis dahin bekannt war, das Römische Reich, ist vor 2000 Jahren zerstört worden durch Germanen aus dem Osten und aus dem Norden, die aus Gründen des Klimawandels sich auf den Weg gemacht haben. Klimawandel war der Grund. Und wer nicht begreift, Klimapolitik zu betreiben, damit man in Subsahara leben kann, wird auch die Katastrophen der Wanderung nicht beenden. Wer nicht bereit ist, Better Governance durchzusetzen in afrikanischen Staaten, es gibt ja auch gute afrikanische Staaten, die ökonomische Erfolgsstorys sind, werden sie die Flüchtlingswellen nicht aufhalten. Wenn sie nicht in der Lage sind, terroristische Banden, die auf islamistischer Grundlage arbeiten, von Nigeria bis Irak, in den gemeinsamen Politik in den Griff